Glück auf und Vorhang auf zu den Chroniken einer Stadt. Ich muss mich da erst dran gewöhnen. Und neuen Abenteuern aus Hunsgrab, beziehungsweise jetzt der Nähe von Schlangenstein. Wir haben hier ganz merkwürdige Gegend hier gefunden. Hier baut irgendjemand. Geheime Bauten entstehen hier. Wir werden uns das jetzt mal näher angucken. Irgendwelche Aussiedler höchstwahrscheinlich, die hier bauen. Ha, wir gucken uns das Haus mal genauer an. Ich steig mal ab. Bleib schön da, Ferdi, ne? Das sind auf jeden Fall nicht unsere Hunde. Hier ist eine Hundehütte. Das sind nicht unsere Hunde. Gucken, vielleicht gibt es hier irgendwelche Hinweise, wer hier haust. Nicht wirklich. Es ist eine Baumfarm, ne? Ist auf jeden Fall eine Baumfarm. Es könnte schon vom Matrix-Schlange sein. Hülle der Freundschaft und da geht's nach Schlangenstein. Wir reiten hier einfach mal lang an diesen bebauten Gebieten. Schaut mal, hier hat sich jemand eine Baumfarm angelegt. Hier gibt's auch... Aha, merkwürdige Bäume. Da hinten ist Sumpf. Wir müssen auch, glaube ich, hier lang. Ich reite jetzt mal hier über die Felder. Ups. Wir machen nichts kaputt. Nichts kaputt gemacht, siehst du? Aber warte mal, da sind Mohrrüben. Das sind doch Mohrrüben. Essen Pferde Mohrrüben oder nur Korn? Ich pflanze das gleich wieder an, keine Panik. Auf der sinkenden, ihr wisst schon. 6 Flint, können wir mal wegpacken. Ich pflanze das gleich wieder an. Ich will nur für mein Pferd ein paar Mohrrüben. Oh, aber wir waren ja schlau und haben eine Ho mitgenommen. Oh, eine Ho. Den Flint, schaut mal. Ha. Jetzt können wir die Mohrrüben auch wieder anpflanzen hier. 11 Stück haben wir. Gott, das ist schon wieder ein Chaos und Sondergleichens, was ich hier veranstalte. Nichts dazugelernt, nicht wahr? Hier magst du Möhren? Oh. Magst du Möhren? Möhren? Möhre? Hat er gegessen, ne? Oder hat sich so wiederholt? Naja, gut. Wenn ich esse, ich die Möhre. Ist auch lecker. Freunde, gut. Es geht weiter. Schon wieder Dschungel. Ich hasse Dschungel. Mit Pferden, also ich mag Dschungel. Ich war ja auch mal ein Dschungelbewohner für eine gewisse Zeit. Aber mit Pferden ist Dschungel wirklich eine Qual. Sondergleichen. Wow. Das ist wirklich eine Qual sondergleichen, das könnt ihr mir glauben. Und jetzt machen wir einfach mal den hier und ziehen das Pferd hinter uns her. Das ist ein alter Tipp, ein neuer Tipp vom alten Zordern, der gesagt hat, mach es einfach so, zieh die Pferde einfach hinter dir her und schwimme übers Wasser. Das geht am besten und es geht auch wirklich ganz gut. Es ist jetzt nicht, dass wir jetzt hier die Ultra-Geschwindigkeit drauf hätten. Das kann man nicht unbedingt sagen. So, komm her. Aber besser als hier zu reiten. Im Sumpf ist es auch immer schwer. Da hinten ist Wüste, das ist unser Ziel. Denn wer Schlangenstein noch nicht kennt, Schlangenstein war die erste Ortschaft, die sozusagen vergeben wurde hier im 3M-Land. Die erste Stadt, der erste Ort. Ich sage ja immer gerne Ort, weil Stadtrecht hat Schlangenstein, glaube ich, noch nicht erlangt. Außer man kann sich auch ein Stadtrecht sozusagen selbst zuschreiben. Das ist dann aber... Oh! Was ist das denn hier? Irgendwelche wilden Fenster, die hier aufgehen. Aufnahme läuft aber weiter. Da muss ich noch was machen. Das geht so nicht. So, Ferdi, Seil ab. Mitnehmen nicht vergessen. Ab. Mitnehmen nicht vergessen. Wo ist es da? Am Hintern, ne? Am Hinterteil. Ja, freut er sich. Und jetzt geht's nach Schlangenstein, was da hinten liegt. Das hat lange gedauert. Jetzt werden wir echt die offiziellen Wege reiten sollen. Oder mit der Bahn fahren oder sonst was. Aber das ist schon unsere Botschaft. In Schlangenstein, unsere Hunsgraber Botschaft. Und ich würde sagen, hier werden wir diesen Zettel oder beziehungsweise hier haben wir schon eine Fahne abgegeben, die steht aber immer noch. Naja, war schon lange nicht mehr da, der gute Matrix. So, komm mal her, ich mach dich mal hier fest und wir schlafen in unserer eigenen Botschaft, voll der Luxus. So, zack, festgemacht. Ab in die Botschaft und schnell geschlafen. Wo geht's hier rein? Hier. Ah ja, ich glaube hier hinten haben wir so einen kleinen Schlafraum, wenn mich alles täuscht. Dürfte auch noch ein Bett drin stehen. Jupp, und gute Nacht in Schlangenstein. Ja, die Fahne brauchen wir dann eigentlich gar nicht mehr da lassen. Haben wir hier noch Kisten? Ah, guck mal, hier können wir, haben wir noch ganz viel Krams. Ist ja nicht schlecht, Krams ist immer gut. Können wir hier ein bisschen Morgs loswerden? Na, die Knochen nehme ich mal mit. Die kann ich nicht hier lassen. Die Steine kann ich mal hier lassen. Und den Kies. Und hier das eventuell. Ja, hier sind noch Entwürfe. Hier so ganz viel Knochenmehl. Das nehme ich mal mit. Oder? Ah, na komm.
lassen wir hier. Wir sind ja gar nicht so. Okay, das ist ja auch eigentlich alles unser Eigentum. Ah, hier haben wir eine Kiste, das ist sehr gut. Und hier haben wir noch Holz, genau. Dann nehmen wir nämlich hier die 64 Holz mit. Dann können wir immer mal wieder Kisten bauen. Dann machen wir es jetzt folgendermaßen. Lieber Matrix, ich packe das Hundsgraber Stadtrecht mal irgendwo hier hin. Am besten hier irgendwo, ne? Weil das unsere Botschaft ist, würde ich sagen, wir packen das Hundsgraber Stadtrecht. Hier ist ja unser... Ja, aber wohin? Wohin? Wo würde es sich ziemen, sozusagen? Oder wo würde es am besten hinpassen? Wahrscheinlich hier irgendwo, ne? Dann machen wir es einfach mal so. Zack. Da packen wir jetzt das Stadtrecht rein. Einmal. Und da das kannst du dann kopieren, wenn du willst. Natürlich noch. Nee, kannst du nicht. Und darüber kommt ein Schild, wo drauf steht, Kiste. Nein, natürlich Hundsgraber Stadtrecht. Und dann kannst du das auch durchlesen, falls du es nicht glauben kannst. Das ist das Hundsgraber Stadtrecht. Stadtrecht. Zack, Hundsgraber Stadtrecht, da ist es. Ich pack dir auch nochmal eine Fahne nicht da rein, weil da habe ich dir schon eine von gebracht. Und da sind wir auch durch in Schlangenstein. Ich hoffe, hier geht es bald weiter. Vor allem da hinten an der, an dem Ringsee. Da war eine sehr schöne Sache und ich hoffe, der Matrix hat bald wieder mehr Zeit, um dann auch hier aus Schlangenstein seine Geschichten zu bringen. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo reisen wir denn jetzt hin? Schlangenstein, Wegpunkt, was haben wir denn hier noch? Die Drachenwacht, neu gedungen. Alikum, Göttin Aline, genau, Hülle der Freundschaft, Hülle des Kultes. Höhle des Kultes. Wäre das dann nicht in Bocksprung, die Höhle des Kultes? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Holzfällerdorf, Hundsgraber Botschaft in Schlangenstein, da sind wir jetzt gerade. Die können wir mal ausblenden. Schweine, letzte Wacht. Vom Tomcat haben wir da irgendeinen Wegpunkt hier? Oh wei, weil sonst wird es nämlich schwer, das zu finden. Ich glaube... Pegasus Eis, Pegasus Hundsgrab, Pegasus Meer, Pegasus Neugedungen, Tafelberge, Bärschwein, Ruine. Da haben wir noch ganz viele Wegpunkte. Oh Gott, wie viele Wegpunkte haben wir denn hier? Sprotte. Tomcat. Ja, dann könnten wir ihn besuchen, den lieben Tomcat. Und wenn mich nicht alles täuscht, müsste das hier der Wegpunkt sein, wo wir dann zum Tomcat-Ecksee. LZ Ende. 3000. Das könnte sein, dass da hinten... Wir reiten da mal hin. Es könnte sein, dass wir da hinten zum UFO-Mann kommen. Und das wäre ja auch nicht schlecht. Dann reiten wir jetzt erstmal dahin. Wir versuchen es zumindest erstmal. Mal gucken, wo wir dieses LZ... LZ... Was wollte ich damit sagen? Wir reiten einfach mal hin. Und dann werden wir das auch vernünftig benennen. Schlangenstein haben wir jetzt ja schon benannt sozusagen. Wir haben einen Wegpunkt für... Wir müssen auch unbedingt noch einen Wegpunkt finden für Bocksprung. Das ist mir auch ein Anliegen. Das ist mir auch ein Anliegen. Okay, reiten wir es mal hier lang, würde ich sagen. Eigentlich reiten wir jetzt ja wieder zurück, oder? Kann das sein? Ich versuche mal hier hinten durch die Gebirge zu reiten, wo das Vorankommen ein wenig leichter ist. Ja, guter Plan. Vielleicht. Unserem Pferd geht es gut, wir sind wohl gemut und die Folge ist längst um, wir sind schon wieder in einer neuen Folge. Ah, heute war ja langer Sonntag wahrscheinlich. Nee, ach Quatsch, neue Folge, liebe Freunde. Eieiei, war ich kurz verwirrt, ich war kurz außer mir sozusagen. Und dann werden wir mal gucken, ob wir hier überhaupt mit dem Pferd weiterkommen. Das ist die große Frage. LZ Ende, LZ Ende. Was könnte das bedeuten? Hier ist ein Boot. Wir kommen auf jeden Fall zum Ufermann, kommen wir nicht mit dem Pferd. So viel steht schon mal fest. Sondern müssen wir wahrscheinlich... ja, gut Pferd. Also, wir werden hier rüber schwimmen. Ich hoffe, das ist dir bewusst. Ups. Absteigen, nicht vergessen. Bist ja Eisfuchs, ne? Unser gutes Pferd der Eisfuchs.
der gut im Eis und Wasser baden kann. Also schwimmen, beziehungsweise. Ja, wir sind gerade auf einer großen Tour hier durchs 3M-Land. Heute ist der Montag. Eine neue Woche, ein neues Glück. Und wir reisen von A nach B und verkünden die frohe Botschaft, dass Hundsgrab nun eine Stadt ist. Eine offizielle Stadt, ernannt vom Shadow Skulls, vom Lordregenten der Nebellande. Bist du noch da? Ja. Vom von der Nordlegende der Nebellande. Ja, die Nordlegende. Ist ja auch irgendwo, ne? Mhm. Mhm. Der Kaffee wird langsam kalt, der hier neben mir steht. Das ist jetzt alles eine Aufnahme, müsst ihr euch nicht wundern, wenn ich da jetzt nicht so hundertprozentig gleich auf eure Kommentare eingehen kann. Aber ich muss natürlich jetzt erstmal wieder ein bisschen Vorsprung rausarbeiten, um dann wieder voll durchzustarten mit den Chroniken einer Stadt. Ne? Ist ja nicht mehr Dorf, nicht wahr? Eisfuchs. Alter Eisfuchs, du. Ist ja witzig. Hätten wir gleich mal ein Namensschild rausnehmen können, wo wir schon in Schlangenstein waren, ne? So, na, alles wieder gut. Ich sitze mal auf und ab. Und wir haben Knochen dabei. Falls wir also Wölfe finden, können wir die sogar zähmen und mitnehmen. Ist das nicht toll? Das ist unglaublich. Unglaublich grandios. Ich würde sagen... Oh, Schokoschaf. Wir reiten mal hier hinten lang. Das sieht recht vielversprechend aus. An den Küstenlinien entlang reiten. Ist immer sehr schlau, weil man da nämlich solche Baumbiome ganz gut überwinden kann. Hier im Wasser, solange das Wasser nur ein tief ist, macht das den Pferden nichts aus. Da könnt ihr lang reiten. Sobald das Wasser dann 2 oder 3, glaube ich, tief wird, dann ist Ende im Gelände. Wir sind noch 2000 Kilometer, nein, 2600 Meter, also noch 2,5 Kilometer ungefähr von unserem unbekannten Ziel entfernt, um unsere Botschaft zu verkünden. Auch da, was immer das auch ist. Ich bin ja in der Hoffnung, dass es eventuell die Zwergensiedlung von dem UFO-Mann ist. Ja, von dem UFO. Und jetzt haben wir uns schon wieder verzettelt hier im Gebirge. Also in den Wäldern verzettelt. Und das ist immer ätzend hier. Da kommt man nicht durch. Keine Chance. Und dann reitest du hier hin und her und dann klappt das alles nicht. Arrgh. Man kann natürlich auch oben lang reiten, wenn man ein gutes Springpferd hat. Wie zum Beispiel ihn hier. Den Eisfuchs, ne? Ah, das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Hier mit diesem Berg. Das erinnert mich irgendwie daran, dass wir hier auf jeden Fall irgendwie schon gar nicht so schlecht sind. zum Tomcat müssen wir dann auch noch reisen. Es könnte aber auch bedeuten... Ja. Das ist nicht unser Wegpunkt. Das ist nicht unser Wegpunkt. Wir müssen, ich würde sagen... Ich muss mal gucken, wo wir überhaupt sind. Wir könnten noch mit X eine Karte einblenden, ne? Meine Freunde. Genau. X konnten wir eine Karte einblenden. Die sagt uns jetzt aber nichts. Da müssen wir mal... Moment. Quatsch. X wieder, Karte wieder aus. Nach Exsee. Exsee könnten wir reisen. Wir könnten aber auch mal hier gucken, weil ich glaube, das könnten nämlich hier die Gebiete sein, wo sich der UFO auffällt. Haben wir echt noch keinen Wegpunkt für den UFO-Mann? Das gibt's doch gar nicht. Das ist eine Unverschämtheit sozusagen. Wisst ihr noch, das eine Mal haben wir es einfach so gefunden. Die Landstriche, wo der UFO haust. Und jetzt reiten wir hier rum und finden es einfach nicht. Das gibt's doch gar nicht. Da sind wir einfach drauf gestoßen, wollte ich sagen. Wo sind wir jetzt hier? Um Gottes Willen. Ich guck nochmal. Wegpunkte. Delfinus Drachenwacht. Neu gedungen. Exe können wir erstmal ausblenden. Goldhöhle. Große Höhle neu gedungen. Hafen Hundsgrab. Herrlager. Heiligtum der Göttin Aline. Höhle der Freundschaft. Haben wir echt nicht. Höhlenangang Ostholz, Höllerdorf. Letzte Wacht. Neu gedungen. Dorf Minenbrück. Okay. Tafelberge. Ruine. Okay, Sprotte. Das ist auch nicht. Tomcat, Unterwassertempel. Endlos Meer. Zauberwald. Aha. Okay, wir haben also keinen Wegpunkt sozusagen für das Heim vom UFO-Mann. Das ist schlecht. Aber da hinten, das sieht mir so sehr nach seiner, nach dieser Gegend aus. Einfach, dass wir da mal hinreiten. Wir reiten einfach mal hin und gucken mal, was da ist. Zumindest sind hier diese Berge, die sind schon sehr verdächtig. Sehr verdächtige Berge, UFO-Berge sozusagen.
wir suchen einfach mal ein bisschen nach ihm. Und wenn nicht, dann werden wir halt erstmal nach zum Tomcat reiten. Hier ist aber Ende im Gelände. Ich glaube, hier ist Ende der Ausbaustufe. Ja. Und es wird auch wieder dunkel. Oh, Entschuldigung, Ferdi. Ja, im Gebirge reiten ist immer schlecht. Da hinten scheint irgendetwas zu sein. Da reiten wir jetzt mal hin. Wir werden jetzt hier erstmal schlafen, hier an diesem schönen See, mit den ganzen Schafen zusammen. Ich muss mir echt mehr Wegpunkte setzen. Das ist... Und guck mal, wir haben schon wieder einen. Ich dachte, wir haben ein Bett schon wieder stehen lassen. Haben wir nicht. Also, gute Nacht, meine lieben, tapferen Freunde. Weiß nicht, ob die Folge rum ist. Ich habe überhaupt nicht auf die Zeit geachtet. Ich glaube nicht. Ich glaube, einen Tag haben wir noch. Einen Tag haben wir noch, wo wir hier ein bisschen wild durch die Gegend reiten. Einfach mal so. Unsere eigenen Lande sozusagen erkunden. Beziehungsweise die eventuell fremden Lande. Ich würde sagen, wir reiten mal in diese Richtung. Wir müssen uns natürlich irgendeine grobe Richtung setzen. Wir können ja nicht einfach nur wild in der Gegend rumreiten. Das ist ja ein Unding. Weil wir müssen ja auch noch nach Bocksprung. Wir reiten einfach hier mal Richtung Tomcat, würde ich sagen. Das kann nicht schaden. Dann werden wir nämlich erstmal zum Falkenstein reiten. Und da kann ich mich dann neu orientieren und mal gucken auf der Map sozusagen, wo denn vom Tomcat entfernt der UFO seine Behausung hat, seine Heimat. Das ist ein guter Plan. Reiten wir erstmal zum Tomcat. Hier sind Kühe. Das ist auch sehr schön. Bei uns gehen nämlich langsam aber sicher die Steaks aus. Aber ich will ja nicht fremdschlachten, sagt man, glaube ich, auch. Ja, ich glaube, wir reiten mal hier wieder an der Küstenlinie lang. Das ist meistens besser als irgendwo quer durch den Wald. Schlagen dann schon wieder die Äste ins Gesicht hier. Ja, eine abenteuerliche Reise bisher. Länger als gedacht. Wir hätten mit Sicherheit auch mit Verkehrsmitteln reisen können. Und wären da um einiges schneller unterwegs gewesen. Aber wir müssen ja auch noch die Sprotte nach, zum Falkenstein bringen sozusagen. Und ich reite jetzt ja ich bin ja ein schlauer Feldherr. Weil ich reite ja extra jetzt so kreuz und quer, damit niemand den Weg zum Falkenstein nachvollziehen kann. Ja. Na? Das kann wirklich niemand nachvollziehen. Deshalb werden wir auch die, das kann niemand nachvollziehen, sagte der Mann. Jetzt sind wir schon wieder mitten in irgendwelchen Wäldern ausgezeichnet. Das habe ich sauber hingekriegt. Ach, da oben sieht es aber recht licht aus. Naja. Bis auf die anderen Wälder, die da auf uns warten. Ja, wir waren jetzt ja lange Zeit in Hundskrab unterwegs. Jetzt sind wir hier wieder in der wahren Natur, in der Wildnis unterwegs. Hatten eine kurze Höhlentour am gestrigen Tag, wo wir uns dann dafür entschieden haben, dass wir die mit jemandem hier aus der Welt zusammen machen. Vielleicht mit dem Dune und der Schocke oder so. Und guck mal, hier sind auch überall noch Höhlen. Also an Höhlen soll es wirklich, es soll an nichts mangeln, sage ich mal. Gerade jetzt hier, wenn wir uns in der neuen Welt bewegen. Und jetzt kommen wir langsam wieder in die Gefilde, wo wir nicht mehr weiterkommen. Ganz, ganz toll. Ich hasse es, durch Wälder zu reiten. Zu Fuß wäre ich schneller gewesen. Nein. Was war da eben? Oh. Anzeichen der Zivilisation. Das kommt mir bekannt vor. Bocksprung. Das ist doch Bocksprung, oder nicht? Ups. Ja, ich hole dich da gleich raus. Das ist doch Bocksprung. Wir sind im Bocksprung. Unglaublich. Ich glaube, wir sind im Bocksprung. Ich glaube, ich bin im Bocksprung. Ist ja auch eine alte Aussage. Wenn man sich verirrt hat und dann irgendwo ein Gebäude sieht und dann sagt man so, ich glaube, ich bin im Bocksprung. Na, eventuell. Wir sind im Bocksprung. Unglaublich. Komm her, dann sind wir auch ganz in der Nähe von uns, Grab. Das treibt uns also immer wieder zurück in die Heimat. Wir gehen mal hier am Meer lang. Ist dir das recht? Ich glaube ja. Da ist doch der Magierturm vom Bocksprung, den kenne ich doch unter Tausenden wieder. Nur macht nicht so einen Affen. Eisfuchs, ja, es ist warm hier, ich weiß. Im Bocksprung ist halt nicht das ewige Eis. Und da ist Eisen. gehen wir mal hier lang. Direkt nach Bocksprung. Du folgst mir, ne? Ja. Mach da. Hier sind überall schon Schafe, woran man auch erkennt, dass man im Bocksprung ist. Erzählt nichts meiner Else davon, dass ich im Bocksprung war. Dann sagst du, hast du mir was mitgebracht? Bocksprunger Modewochen waren noch, glaube ich, sind auch bald wieder. Hast du mir was mitgebracht? Was denn? Da gibt's doch nichts. Naja, diese Diskussion kennt ihr mit Sicherheit auch zu Genüge, wenn ihr denn da irgendwie liiert seid oder so. Kennt ihr das alles? Wir gehen ein bisschen außenrum hier. Wir müssen irgendwie erstmal einen Eingang finden. Bocksprung wird ja auch langsam gesichert vom Dune. Das gibt's nicht. Da reist man hier durch die Weltgeschichte. Und dann steht man auf einmal
Hier. Vor der Kathedrale, vor der Kirche von Nico B. in Bocksprung. Kleine Mojang-Kapelle. Ja, dann würde ich sagen, werden wir hier einfach dann auch die Aufnahme beenden, weil ich gucke, 1 Stunde 7 Minuten, das sind 3 Folgen. Das ist eine gute Sache, oder nicht? Was meinst du, Eisfuchs? Du Eisfuchs. Ja, es ist immer alles ein wenig verworren hier, gerade hinten die Gegend bei der Kathedrale, aber gleich kommen wir in die richtige Stadt, beziehungsweise in das richtige Dorf, Bocksprung. Da sind wir und wir haben ja hier auch sogar unsere eigene Niederlassung, glaube ich. Da gucken wir gleich mal. Und jetzt werden wir uns aber hier unbedingt einen Wegpunkt setzen. Das ist nämlich Erholungshaus Opa Zeron und Else. Da werde ich dich jetzt mal festmachen. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir dann mal hier unsere, ja, die frohe Kunde da lassen sozusagen. Und dann geht es auch hier genau weiter. Das ist mein ich habe mein Erholungsheim. Erholungshaus. Ist das nicht genial? Hier, schaut mal. Alles meins. Wow. Und Else natürlich, ne? Und die Kisten sind hier leer. Ja, dann würde ich sagen, geht's von hier aus das nächste Mal weiter in Bocksprung. Ich glaube, da hinten ist schon die Arena eventuell, die da entsteht. Ich bin sehr gespannt. Und vielleicht ist der Dunia dann auch mit dabei. Müssen wir mal sehen, wie wir es hinkriegen. Das wäre ja dann ein Dienstag. Und ich sage von dieser Stelle aus, nach einer sehr verwirrenden Reise, liebe Leute, gehabt euch wohl, spielt tapfer weiter Minecraft und auf Wiedersehen.